Einen wunderschönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen im Silent Green zur siebten Folge unserer Gesprächsreihe Futuring the Liberal Script. Mein Name ist Tobias Ruprecht, ich bin Globalhistoriker und Russlandhistoriker am Exzellenzcluster Contestations of the Liberal Script. Wenn es Leute gibt hier, die nicht wissen, was der Exzellenzcluster Contestations of the Liberal Script ist, wir sind ein internationaler Forschungsverbund angesiedelt an mehreren, ich glaube 8 zusammen, Berliner Institutionen und wir untersuchen gegenwärtige Herausforderungen der liberalen Weltordnung und wir tun das aus globaler, vergleichender, historischer und interdisziplinärer Perspektive. Und die Gesprächsreihe, die heute Abend hier stattfindet, findet zum 7. Mal statt. Wir hatten bereits 6 Mal die Gelegenheit, unsere Themen mit einem etwas breiteren Publikum zu diskutieren. Und dazu laden wir unsere mehr externe Gäste ein und werden bisher die Gelegenheit zu sprechen über demokratische Regression, über die Zukunft der Arbeit, über die Bedeutung von Grenzen, über den Konflikt zwischen Liberalismus und Islamismus und ein paar weitere Themen. Und wenn Interesse besteht, all diese Gespräche sind auch aufgezeichnet worden und sind zugänglich auf unserer Homepage. Entschuldigung. Ja, bitte. Ja. Noch. Ah, danke sehr. Das Thema des heutigen Abends ist von trauriger Aktualität. Wir werden sprechen über die Ukraine, über den russischen Krieg in der Ukraine und über die Möglichkeiten, über diesen Krieg zu sprechen, zu denken und zu forschen. Und bevor ich jetzt die Bühne freigebe für das Gespräch heute Abend, noch ein kurzer Dank an die Veranstalter hier im Silent Green und auch an den Verlag CH Beck, die diese Veranstaltung möglich gemacht haben. Und ich gebe dann gleich ab an den Moderator des heutigen Abends, das wird Jens Biski sein. Jens Biski ist Journalist und Autor und seit 2021 leitet er die Redaktion der Zeitschriften Mittelweg 36 und Soziopolis, beide angesiedelt am Hamburger Institut für Sozialforschung. Und zuvor war er, das dürfte auch den meisten hier im Raum bekannt sein, lange Zeit beim Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Herr Biski wird Ihnen gleich noch die Gesprächsteilnehmer heute vorstellen. Und ich wünsche Ihnen allen einen erkenntnisreichen Abend. Herzlichen Dank fürs Kommen und vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung, für die freundliche Begrüßung. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie hier sind. Schön, dass Sie uns zuschauen, wo auch immer, ob zu Hause oder unterwegs. Am 24. Februar dieses Jahres hat Russland eine neue Phase des Angriffskriegs gegen die Ukraine begonnen. Während wir hier reden, wissen wir nicht, was gerade geschieht. Wir wissen nicht, ob die Sirenen in Kiew oder Lviv gerade wieder Luftalarm verkünden. Wir wissen nicht, wo die Artillerie schießt. Wir können nach den Erfahrungen der letzten Monate relativ sicher sein, dass irgendwo in den von Russland besetzten Gebieten Menschen gedemütigt und gefoltert werden, während wir hier reden. Nun steht man immer vor der Aufgabe, sich von aktuellen Entwicklungen, sie mögen so schrecklich und überwältigend sein, wie sie sind, nicht dumm machen zu lassen. Deswegen wollen wir heute über diesen Krieg reden und darüber, was wir da beobachten, wie es zu dem Krieg gekommen ist, wie wir über den Krieg vernünftig sprechen können. Es ist im Verlag CH Beck in der wunderbaren Reihe CH Beck Wissen, ein Buch erschienen, in der vergangenen Woche ausgeliefert von Gwendolin Sasse, Der Krieg gegen die Ukraine, Hintergründe, Ereignisse, Folgen. Das ist ein Buch, das sehr viele der Fragen, die mich in den letzten Monaten beschäftigt haben, analytisch, intelligent und verständlich behandelt. Ich habe 2-mal meine S-Bahn-Station verpasst bei der Lektüre dieses Buches. Ich freue mich sehr, dass die Autorin Gwendolin Sasse heute hier ist, um mit uns über das Buch zu sprechen. Gwendolin Sasse ist wissenschaftliche Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien und sie ist Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie- und Autoritarismusforschung am Institut für
Sozialwissenschaften der Humboldt-Universität. Gwendolin Sasse hat bereits über die Krim geschrieben, als die meisten sie noch für eine harmlose Urlaubsregion gehalten haben. The Crimea Question von ihr ist 2014 erschienen und sie hat im Unterschied zu vielen, die in den letzten Monaten sich öffentlich zu diesem Krieg geäußert haben, Erfahrungen auf der Krim gesammelt, wo sie Russisch gelernt hat. Neben Gwendolin Sasse ist, und ich freue mich sehr, dass sie da ist, Katharina Mischenko, hier Verlegerin, Autorin, Übersetzerin aus Kiew. Katharina Mischenko hat einen unabhängigen Verlag in Kiew, den Medusa Verlag, mitbegründet. Sie ist nach dem Kriegsausbruch oder nach dem Kriegsbeginn zunächst in die Westukraine geflüchtet und dann nach Berlin mit ihrem kleinen Sohn. Jetzt ist sie Fellow am Wissenschaftskolleg und arbeitet dort an einem Essay über Trauer, Arbeitstitel Time of Deep Snow. Katharina Mischenko und ich, wir sind uns das erste Mal 2014 im Oktober begegnet auf einer Diskussion in Leipzig mit Karl Schlögl, Katja Petrovskaja und Ingo Schulze. Und es ging an diesem Abend unter anderem über die damals sehr viel diskutierte Frage, ob nicht die NATO eine Mitschuld hat an der Annexion der Ukraine oder ob nicht der Kapitalismus verantwortlich sei für die russische Aggression. So haben wir uns kennengelernt. Für den heutigen Abend haben wir uns 5 Thesen oder Stichwörter überlegt, die ich Ihnen kurz nennen will, über die wir sprechen wollen. Es soll zunächst um den Charakter dieses Krieges gehen. Womit haben wir es da zu tun? Ist es vielleicht ein Kampf zwischen Autoritarismus und Demokratisierung? Anschließend wollen wir über die Entwicklungen sprechen, die zu diesem Krieg geführt haben. Der Krieg begann bereits 2014, heißt die Beobachtung. Danach geht es um die Entwicklungen in der Ukraine und in der ukrainischen Gesellschaft seit dem Untergang der Sowjetunion. Stichwort vereint oder polarisiert im Protest. Dann wollen wir, obwohl keiner von uns weiß, wie es weitergeht und keiner die Glaskugel zu Hause hat, über Aussichten für ein Ende dieses Krieges sprechen. Verhandlungen sind unmöglich. Der Krieg spricht seine eigene Sprache, heißt die letzte These oder das letzte Stichwort, über das wir reden wollen. Da soll es um Begriffe, um die Sprache im Krieg und um Beobachtungen zu Propaganda und anderem gehen. Falls Sie hier im Saal Fragen haben, können Sie die selbstverständlich nachher stellen. Wer uns zuschaut, kann über den YouTube-Channel-Chat auch Fragen formulieren oder sogar per Mail unter events@script-berlin.eu. Die Bitte ist, die Fragen kurz zu halten, damit wir möglichst viele diskutieren können. Das waren, glaube ich, die wichtigsten Informationen zum Ablauf dieses Abends. Ich möchte mit einer einfachen Frage beginnen. Wie wollen wir diesen Krieg nennen? Wenn ich mich so umschaue, dann bieten mir gute Zeitungen Ukraine-News an. Die Bundesregierung informiert mich unter Krieg in der Ukraine.de. Das Buch von Andere reden vom Ukraine-Krieg, vor allem auf Twitter. Gwendolin Sasse hat gewiss mit guten Gründen ihr Buch Der Krieg gegen die Ukraine genannt. Frau Mischenko, beobachten Sie solche Details? Interessiert Sie das? Ja, natürlich interessiert mich das. Und für mich gibt es keinen einzelnen Begriff, den ich richtig finde. Es gibt sehr viele Dimensionen bei diesem Krieg und entsprechend auch können viele Bezeichnungen treffend sein. Aber diese Konzentration auf der Ukraine finde ich manchmal problematisch, denn dann wird der Krieg immer mit Ukraine assoziiert, nicht mit dem Aggressor,
Und ja, Krieg, Probleme, Ukraine, es ist alles irgendwie dann in einer Assoziationskette. Also ich glaube, es ist ein Krieg in Europa, wenn wir über den Ort sprechen. Natürlich ist es, wenn man sagt Ukraine-Krieg, will ich sofort widersprechen, Russlands Krieg. Also es ist auch Russlands Krieg gegen Europa, gegen wahrscheinlich eigene Reste der Gesellschaft, gegen die Ukraine natürlich auch, das auf jeden Fall. Und wenn ich an letzte Entwicklungen denke, aber dieser Krieg war ja auch schon in ersten Monaten sehr brutal, weiß ich nicht, ob ich das überhaupt als einfach als Krieg bezeichnen kann. Denn es geht ja nicht nur um das Militärische, es geht auch um Terror gegen die Zivilisten. Und jetzt wird es immer mehr angesprochen, dass Russland ein terroristischer Staat ist. Und Terror ist wirklich eine gute Bezeichnung, wenn wir auch in die heutigen Nachrichten schauen, was in Kiew passiert ist. Das ist anders, weiß ich nicht, wie ich das benenne. Und einmal habe ich das auch in einem Text Vernichtungskrieg genannt, mit einer bewussten Anspielung auf die Nazi-Verbrechen, denn das, was die Menschen berichten aus besetzten Territorien, das, was die Ermittler schon jetzt sagen können, also geht es wirklich um die Vernichtung der Zivilbevölkerung. Und wenn wir, ganz kurz noch, wenn die Ermittler heute mit Menschen sprechen oder auch schauen, was alles auf befreiten Territorien passierte, die früher besetzt waren, dann sind die meisten Tötungen von Zivilisten durch Erschießung vorgeführt. Ja, also nicht über Artillerie, nicht über zufällige ja, wie Nebenwirkungen von Kämpfen, sondern ganz bewusste Erschießungen und Folter. Deshalb finde ich diesen Begriff auch legitim. Und jede Bezeichnung verrät ja sehr vieles über unsere eigene Haltung und Interpretation von diesen Ereignissen. Deshalb ist es natürlich wichtig, wie wir das nennen. Frau Sasse, ist es ein terroristischer Krieg mit dem Ziel, Angst und Schrecken zu verbreiten? Auf jeden Fall ist er das. Für mich schließt aber der Begriff Krieg diese Dimension ein. Also ich denke, Krieg ist Terror und dann fangen wir an aufzuzählen, was wir alles darunter zählen. Aber das gehört für mich zur Realität von Krieg leider und das sehen wir auch, im historischen Vergleich, dass Terror ein Teil des Krieges ist. Wenn ich kurz da auch anknüpfen darf, ich finde, es ist einfacher auch zu sagen, wie wir diesen Krieg nicht bezeichnen sollten und wie er immer häufig noch bezeichnet wird. Nämlich, wie Sie eben sagten, wird der Begriff Ukraine-Krieg häufig sehr salopp benutzt und das suggeriert, als wäre es ein Krieg, der aus innenpolitischen Gründen heraus entstanden ist. Und das ist ja natürlich genau nicht. Das heißt, dieser Begriff ist auf jeden Fall nicht zu verwenden. Ukraine-Krise schon gar nicht. Dann würden wir ja genau diesen Terroraspekt des Krieges ganz ausblenden. Und also persönlich, das hatten Sie ja gerade auch gefragt, spreche ich normalerweise von Russlands Krieg gegen die Ukraine, um auch klar zu benennen, woher der Krieg kommt. Auf dem Deckblatt steht jetzt hier nur der Krieg gegen die Ukraine. Da haben wir lange hin und her überlegt, auch mit dem Verlag. Und ich dachte, für diesen Zweck sendet es eigentlich das stärkere Signal, gegen was es sich richtet. Also sobald man Russlands Krieg hört, schaltet man vielleicht dann irgendwann bei den Nachrichten auch schon wieder halb ab momentan. Aber dass es ein Krieg gegen die Ukraine als Staat und als Nation ist. Sie haben gerade zu Recht gesagt, es geht um die Vernichtung des unabhängigen Staates und der unabhängigen Nation. Und da war meine Hoffnung, dass dieser Titel für diesen Zweck dieses Element einfangen kann. Ist es vielleicht, Frau Sasse, Putins Krieg? Nein, das ist er meiner Ansicht nach nicht. Natürlich spielt Putin die Schlüsselrolle und er hat den Befehl zum vollumfänglichen Angriff in diesem Jahr gegeben. Er hat den Befehl gegeben zur Krim-Annexion und auch zum Donbass-Krieg. Aber wir machen es uns zu einfach, zu sagen, dass dieser Krieg nur in Putins Kopf entstanden ist. Und hinter einem autoritären System, und ich glaube, wir nähern uns der ersten These an,
wie dem russischen oder dem System, politischen System Russlands, da steht eben eine längere Entwicklung. Und das ist nicht nur der Präsident an der Spitze. Das heißt, es ist mit natürlich seiner Mitwirkung ein System entstanden, das ein stark autoritäres, autokratisches System ist. Und das hat sowohl mit den staatlichen Strukturen zu tun, das hat mit der Person an der Spitze zu tun, aber es hat auch mit der Gesellschaft zu tun, die durch dieses System und mit diesem System entstanden ist, nämlich eine bei weitem, also oder in weiten Teilen apolitische Gesellschaft. Und auch das hat mit diesem Krieg zu tun. Das heißt, Putins Krieg greift für mich zu kurz. Auf der anderen Seite ist es dann, glaube ich, eine Debatte zu sagen, ist dieser Krieg nun auch die Schuld jedes Einzelnen und jeder Einzelnen in Russland? Das wäre das andere Ende der Skala. Und ich wäre, glaube ich, irgendwo auf dieser Skala. Jetzt heißt es eine Frage an Sie beide dort. Kampf zwischen Autoritarismus und Demokratisierung. Wir sind uns sicher einig, dass dort ein autokratischer Staat gegen einen demokratischen Staat, in dem in Russland undenkbar Präsidenten durch Wahlen wechseln, kämpft. Aber ist es nicht ein imperialistischer Krieg? Das schließt sich ja nicht aus. Ach so, wollten Sie erst, Frau Mischenko? Wie Sie wollen. Mache ich den eben einen Satz fertig und dann gebe ich an dich ab. Das schließt sich ja nicht aus. Diese Frage habe ich auch schon häufiger bekommen, wenn man sagt, es ist ein autoritäres System, das diesen Krieg führt, kann es dann nicht auch imperial sein? Darum geht es genau. Das autoritäre System in Russland ist zunehmend imperialer in seinem Machtanspruch geworden. Das ist also für mich ein essentielles Element des derzeitigen politischen Systems in Russland. Das heißt, ich würde das nicht voneinander trennen. Ja, ich frage mich, ob Autoritarismus heute nicht fortgeschritten ist in Diktatur oder andere Formen, wo die Gesellschaft auch mobilisiert ist in diesem, also mobilisiert nicht nur im direkten, jetzt leider militärischen Sinne, aber auch so ideologisch für diesen Krieg. Und so ist sie auch mitgenommen. Vielleicht ist sie auch auf eine gewisse Weise politisiert und ist politisch, aber ja, also in dem Sinne dieser Kriegsideologie und nicht in dem Sinne der sozialen Emanzipation oder eigener politischer Emanzipation. Ja, das ist vielleicht eher eine Frage. Also ich glaube, Begrifflichkeiten sind sehr wichtig und wir sprechen sicher auch noch im Laufe des Gesprächs darüber. Als Sozialwissenschaftlerin benutze ich persönlich Begriffe zwischen Demokratie und Autoritarismus. Ich glaube, Diktatur ist ein Begriff, der viel im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet wird, auch in einigen Kontexten, auch von Gesellschaften mehr benutzt wird. Auch in der DDR sprach man oder spricht man im Rückblick jetzt häufig über die Diktatur. Ich mache aber keinen Unterschied von der Definition her, bis dahin ist es Autoritarismus und dann fängt die Diktatur an. Also Autoritarismus kann eben auch wieder auf eine ganze Bandbreite beschreiben und ich finde es eigentlich genau wichtig zu sagen, dass es nicht einen Moment gibt und dann kippt es um in etwas, was dann noch schlimmer ist als Autoritarismus, sondern dass es eben zwischen Demokratie und Autoritarismus ganz viel gibt und dann ist aber auch die Bandbreite von autoritären Systemen sehr groß. Also ich denke, so zwischen diesen Kategorien und benutze selber den Begriff Diktatur nicht, aber den kann man genauso auch natürlich definieren und so mit dieser Bedeutung besetzen. Aber eine letzte Frage zu dieser These noch an Sie beide. Es wird immer wieder auch gesagt, die Ukraine verteidigt die liberalen Werte Europas. Das ist ein Pathos, auf das ich allergisch reagiere und es scheint mir zu ungenau. Oder ist das Pathos diesem Krieg angemessen? Vielleicht nicht in dem Kontext europäischer Werte. Ja, alles ist problematisch an dieser These. Einmal, warum sind diese Werte europäische? Oder, ja, das sind universale Werte. Und nach Werten kann man natürlich auch fragen, was ist das für eine Haltung, wenn man den anderen großzügig erlaubt, zu sterben, um etwas zu verteidigen. Und dabei zuschaut und ganz viel Empathie und Mitgefühl hat, aber die Idee eigener Beteiligung
unmittelbar. Also die ist irgendwie ausgeschlossen. Und das ist so ein Common Sense. Und da erwarten auch die Ukrainer und Ukrainerinnen, glaube ich, nicht mehr, dass noch jemand also an der Front kämpft. Wobei das ja, wahrscheinlich irgendwann passiert. Mal sehen. Hoffentlich wird es nicht weiter eskalieren, aber bisher hat es auch nicht deeskaliert. Und genau, da glaube ich, dass die, also wenn wir von europäischen Werten schon sprechen, dann sind es die Ukrainer, die diese Werte realisieren und vertreten. Und woanders, ja, das kann man schon fragen, was sind genau diese Werte? Ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen und auch eigenen Narzissmus im Blick zu behalten. Ja, denn das ist, glaube ich, also beim imperialen Krieg, ja, könnte ich ergänzen, bei uns gibt es jetzt Diskussionen darüber, ob das ein kolonialer Krieg ist und ob die Ukraine auch im dekolonialen Widerstand gerade ist. Und da denke ich, ist es auch vielleicht eine koloniale Perspektive, wenn man erwartet, dass jemand diesen schmutzigen Job macht für uns. Und das ist okay so, das ist normal, das können wir akzeptieren. Ich glaube, diese Haltung kann man und muss man problematisieren. Das sehe ich ganz genauso. Und vor allem bei dieser These, die wirklich abgenutzt ist, dass da unsere Werte verteidigt werden, was ja auch schon wieder gleich ein Bild von Distanz schafft. Ne? Dort irgendwo werden diese Werte verteidigt, aber nicht bei uns. Ne? Also das spiegelt dann ja diese problematischen Muster. Ich glaube, man kann allerdings auch vielleicht anders mit auch etwas weniger Pathos und etwas weniger abgenutzt dennoch darüber nachdenken, dass eben keine europäischen Werte, aber eben Werte, die wir mit liberaler Demokratie verbinden, mit Rechtsstaatlichkeit, mit Grundprinzipien auch des internationalen Rechts, insbesondere territoriale Integrität und Souveränität, Dinge, die man sonst vielleicht in unserem Diskurs weniger anspricht, wenn wir über liberale Werte nachdenken. Also dass wir eigentlich an den Punkt zurückkommen, dass wir die Bedeutung dessen so klar sehen. Also in der Hinsicht schon, aber das sind keine europäischen Werte an sich. Und genau, also sie machen uns eigentlich, ich glaube, der Krieg macht uns mehr bewusst wieder, was diese Werte sind und was, wie wir sie auch einfordern können oder wie andere sie einfordern oder auch versuchen zu unterminieren. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wenn ich eine Formulierung von Hannah Arendt variieren darf, die Ukraine ist als Ukraine angegriffen worden und sie verteidigt sich jetzt als Ukraine. Sie kämpft für das Recht auf Überleben und auf Selbstbestimmung. Und es geht dabei für uns, glaube ich, auch um die internationale Ordnung und die Frage, ob da überhaupt Regeln gelten sollen oder nur das Recht des Stärkeren. Aber vielleicht können wir darüber im Detail reden, wenn wir zur zweiten These übergehen. Der Krieg begann, schreiben Sie, Frau Sasse, 2014. Begann er nicht noch früher? Oder wurde er nicht noch früher vorbereitet? Ja, da sind wir bei unseren Definitionen von Krieg, nehme ich an. Aber es war mir erst einmal wichtig zu sagen, dass eben auch, wie wir davon sprechen, wir sprechen immer wieder davon oder hören ganz viel davon, als der Krieg begann im Februar. Und da war es mir zumindest erst einmal wichtig zu sagen, das steht schon in einem größeren Kontext. Und dann sagen wir vielleicht mal, zumindest müssen wir bis 2014 zurückgehen. Aber wenn wir Krieg als einen Akt ansehen, in dem das auch das Territorium eines Staates angegriffen wird, dann ist das, und das habe ich als Kriterium benutzt in dieser Argumentation, dass 2014 mit der Annexion der Krim beginnt dieser Krieg. Aber er wurde nicht so benannt im Westen. Und dann geht dieser Krieg weiter im Donbass. Und da sagen wir zwar Donbasskrieg, aber das
wirkt dann auch wieder so, als wären das alles interne und eben an diesen separatistischen Strömungen festgemachte Auseinandersetzungen. Und auch das ist ja ein falsches Bild. Ohne militärische, finanzielle Unterstützung Russlands gäbe es diesen Donbass-Krieg nicht. Und das ist eben, das hängt miteinander zusammen. Ohne die Krim-Annexion hätte es den Donbass-Krieg nicht gegeben oder den Krieg im Donbass, Russlands Krieg im Donbass nicht gegeben. Und ohne das alles hätte es jetzt auch diesen Angriffskrieg in dieser Form, denke ich, nicht gegeben. Und das ist der Bogen, den ich schlagen wollte. Seit 2014 bis zum Februar hat, entnehme ich Ihrem Buch, der Krieg 14.000 Tote gefordert. 1,5 Millionen Binnenflüchtlinge gab es in der Ukraine und weit über 1 Million wurden nach Russland vertrieben. Dennoch ist es nicht als Krieg so richtig in der westlichen Öffentlichkeit akzeptiert worden. Wie hat man darüber in der Ukraine diskutiert? Das kam ja kurz nach dem Euromaidan, die Annexion der Krim. Ja, ich kann mich erinnern, ich war Ende Februar 2014 zufällig in Spanien mit meinem Mann. Und dann haben wir in Nachrichten gelesen, dass die russischen Soldaten auf der Krim sind. Und wir waren auf so einer aktivistischen Versammlung und haben gesagt, ein Krieg hat begonnen. Und alle haben gesagt, na, das ist kein Krieg, das sind einfach irgendwelche Truppen auf der Krim. Es ist gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch ein Zeichen für eine gewisse Ignoranz, wo vielleicht auch der böse Kapitalismus teilweise schuld ist, wie du angedeutet hast, denn Business as usual war in dem Moment viel, viel wichtiger und das hat auch diese Perspektive beeinflusst, wie man darüber redet, wie lange man in diese Richtung schaut oder vielleicht gibt es eine Möglichkeit wegzugucken, die Aufmerksamkeit auf diesen Territorien nicht zu viel zu konzentrieren und ja, das glaube ich war der Grund. Und ja, jetzt ist es für mich auch schwer, mich zu erinnern, was das für uns bedeutet. Ja? Aber es waren 8 Jahre und letzte Jahre war es einigermaßen still. Wir hatten auch Waffenstillstand und deshalb ja, wurde alles irgendwie, aber auch bei der Wahl von unserem letzten Präsidenten Zelensky war das Thema Frieden das Wichtigste. Und sein Ziel war auch, den Krieg zu beenden. Und das haben auch die Menschen geteilt. Immer wieder bei den Befragungen wurde es das Ziel Nummer 1 benannt. Also das war, glaube ich, sehr präsent. Gleichzeitig haben die Ukrainer und Ukrainerinnen auch schon gelernt, in diesen Jahren damit zu leben. Frau Sasse, warum 2014? Welche Voraussetzungen hat es für diesen Angriff auf die Ukraine gegeben? Ja, zuerst müssen wir sagen, dass das überraschend kam 2014. Ich glaube auch für viele in Russland. Es war zwar natürlich ein lange, wie wir später erfahren haben, ein lange vorbereiteter Plan, aber es gab aus Sicht der russischen politischen Elite, insbesondere Putin selbst, den gelegenen Moment dafür, im Zuge des Euromaidan eigentlich eine Gelegenheit zu nutzen und sehr schnell, rasant schnell, innerhalb von Tagen und Wochen Fakten zu schaffen. Und zu einem Zeitpunkt, als die Ukraine militärisch nicht so aufgestellt war, wie sie das jetzt ist und auch auf keinen Fall der Westen so aufgestellt ist. Also man kann das immer noch diskutieren, wie er jetzt gerade aufgestellt ist, aber auf jeden Fall war das 2014 nicht. Und es folgten zwar Sanktionen, aber natürlich nichts in dem Umfang, wie wir das jetzt gesehen haben und auch keine militärische Unterstützung wäre jetzt im Rückblick vorstellbar gewesen zu dem Zeitpunkt. Welche Ziele waren mit diesem Krieg verbunden 2014?
Ich glaube, die Krim nimmt natürlich eine Sonderrolle, auch im Selbstverständnis, im historischen Verständnis Russlands. Und deshalb hat das auch dazu geführt, dass Wladimir Putin seine Popularität damit weiter anheben konnte. Aber es ist eigentlich noch etwas komplexer. Das hat zu dem Zeitpunkt dann auch dieses positive Gefühl über den russischen Staat, das kann man gut nachvollziehen in Umfragen, auch zu Emotionen, verschiedene Emotionen, die dann erforscht wurden zu dem Zeitpunkt, dass es so ein Moment war und der wurde bewusst herbeigeführt, auch so eine positive Identifikation mit dem Staat und der jetzt auf regional und auch global wieder eine andere Rolle spielt. Und die Geschichtsschreibung und auch das Geschichtsbild in Russland sind natürlich viele Jahre durch Propaganda, aber auch durch den Geschichtsunterricht so geprägt gewesen, dass natürlich keine andere Version von Geschichte möglich ist, als dass die Krim immer Russland war und 1954 hat Chruschtschow sie verschenkt. Ich habe mich damit mal beschäftigt, auch historisch völlig verkürzt ist diese Darstellung von diesem Geschenk. Aber wir übernehmen auch diese Begriffe und uns ist es auch ein Geschenk. Selbst wenn wir sagen, es ist war ein Völkerrechtsbruch, dann kam doch immer, aber naja, er hat es ja dann 1954 betrunken verschenkt. Ne? Das lässt sich durch die Archivlage so und auch seine politische Position, das nur als Fußnote zur Krim, gar nicht so, überhaupt nicht so halten. Aber das ist natürlich diese Wahrnehmung und gleichzeitig, denke ich, geht es auch, und da wurde dieser Moment auch einer politisch sich neu findenden Situation. Es richtet sich natürlich dann, sind wir bei der ersten Frage wieder, oder der ersten These, der Euromaidan als eine von verschiedenen Protestwellen in der Ukraine, die noch einmal und letztendlich ganz klar deutlich machen, welchen politischen Weg die Ukraine, also die Politik, aber auch die Gesellschaft eingeschlagen hat. Und dass das genau dem System, auch dem politischen Modell, was Russland geworden war, widerspricht. Und da hat man eingegriffen und zuerst an der Stelle eingegriffen, wo es am einfachsten schien, wo man darauf vorbereitet war und wo man gleichzeitig dieses symbolische Kapital nutzen konnte. Alles zu den völkerrechtlichen Fragen, zu den Standardargumenten, also vom besoffenen Chruschtschow, der Ukraine die Krim schenkt, von dem angeblichen Versprechen, die NATO nicht zu erweitern oder so, finden Sie, wenn Sie sich dafür interessieren, in diesem Buch knapp erklärt. Ich würde jetzt lieber über die Ukraine sprechen, was mir die interessantere Entwicklung scheint als das remilitarisierte, autoritär geführte Russland. Frau Sasse schreibt, in der Ukraine sei eine inklusive staatliche Identität entstanden, über die Jahre, vor allem geprägt durch den Euromaidan, aber dann auch durch die Abwehr gegen den russischen Krieg. Frau Mischtschenko, passt das zu Ihren Erlebnissen, Erfahrungen? Sie waren in der Zeit in Kiew, haben eine Familie gegründet, einen Verlag geleitet. Ja, das passt. Ich habe mich auch gefragt bei der Vorbereitung, was das genau heißt, warum der Staat plötzlich, ja. Denn es war auch bei uns eine Weile so, vor einigen Jahren, dass der Staat etwas Abstraktes ist und nichts Positives, ja. Also diese Unabhängigkeit, Autonomie, das wäre wichtig und was der Staat tut, ist egal. Aber durch Maidan war die Möglichkeit da, diesen Staat, also diese Idee des Staates neu zu entdecken und sie auch anzueignen. Es gab keine Entfremdung mehr, oder zumindest war das das Ziel, dass keine Entfremdung ist zwischen den Bürgern, Bürgerinnen und dem Staat. Und der Staat ist etwas, was wir mitgestalten, wo wir mitmachen. Deshalb geht es um diese staatsorientierte oder staatsfreundliche Identität. Viele wollten sich einmischen als Zivilgesellschaft. Einige Leute aus der Zivilgesellschaft, aus dem Journalismus sind in Politik gegangen. Und das war für Menschen ein Zeichen der Verantwortungsübernahme. Jetzt übernehmen wir die Verantwortung für dieses Land. Und der Staat ist ein Mechanismus, das muss funktionieren für uns, deshalb sind wir da. Ich glaube, das ist ja eine
gewisse Ebene der Politisierung und der Einschaltung der Ukrainer. Und ja, das sehe ich so. Frau Sasse, verstehe ich das richtig, dass wenn Sie von inklusiver staatlicher Identität reden, Sie noch mehr meinen, dass es da auch um die Akzeptanz von sprachlicher Vielfalt, ethnischer Diversität geht? Ja, ich meine eigentlich das ganze Paket. Also ich glaube, das, was gerade angesprochen wurde, ist besonders wichtig, wenn wir nochmal überlegen, auch dass Massenproteste von der Art, die Ukraine mehrmals erlebt hat, seit der Unabhängigkeit 91. Das sind ja rare Phänomene. Und hier macht es ein Land mehrmals durch. Und mehrmals sagt die Gesellschaft, so wollen wir den Staat definiert als Institutionen, so wie es auch gerade sehr schön schon anklang, nicht haben und was anderes einfordern. Und es ist auf keinen Fall eine Bewegung gewesen, die sich auf Kiew oder die Westukraine darauf nur beschränkt hätte. Was, glaube ich, viele inzwischen vergessen haben, ist, dass der damalige Präsident Janukowitsch im Süden und Osten des Landes genauso unpopulär war wie im Westen des Landes und insbesondere an Korruption festgemacht. Und aus diesen Prozessen und das auch mehrmals zu durchlaufen, da entsteht ein, glaube ich, ein wirkliches gesellschaftliches Verständnis davon, was es heißt, zu diesem Staat auch erstmal in diesen Grenzen zu gehören. Und dann, und das ist der Aspekt, den Sie gerade ansprechen, gehört da auch eine Diversität des Staates, die historisch bedingt ist, die von außen häufig völlig missverstanden wird. Auch jetzt hören wir immer wieder Leute sagen, naja, da gibt es aber auch russischsprachige Ukrainer und Ukrainerinnen. Ja, die gibt es. Es gibt auch Leute, die sich ethnisch als russisch bezeichnen. Viele, viel mehr bezeichnen sich als eine Mischung. Aber das sind keine, das sagt wieder mehr über unseren Blick auf die Ukraine. Denn sobald wir vielleicht nicht nur nach Osteuropa, auch in andere Regionen der Welt schauen, schauen wir auf ethnische, auf sprachliche Kriterien und denken, die sind automatisch konfliktbehaftet. Aber die Ukraine hat uns seit 1991 und auch davor vorgemacht, das ist nicht der Fall. Im Alltag ist das nicht, muss das nicht konfliktbehaftet sein. Und dieses Verständnis davon, dass das war immer, die These, dass das eine große Rolle spielt, das war immer mehr ausgeprägt außerhalb der Ukraine und eingesetzt gezielt von innenpolitischen Wahlkämpfen, zum Teil auch in der Ukraine. Aber das ist, glaube ich, die zweite Komponente von dem. Das Wichtigere ist das gesamtgesellschaftliche Verständnis davon, was ein Staat ist und sein kann und wo er hin kann. Aber das schließt das ein, dass es ein diverser Staat ist und das verursacht auch keinerlei Probleme. Nun gab es aber doch Probleme in der Ukraine. Also viele würden Ihnen jetzt sagen, erstens gab es da immer Faschisten oder Nazis. Die russische Propaganda sagt, der Maidan war sowieso, also die Revolution der Würde sei ein faschistischer Putsch gewesen und es gab ohne Zweifel viel Korruption in der Ukraine. Ja, das Korruption gab es, aber auch das ist ja eine sehr selektive Wahrnehmung jetzt der und ja eigentlich auch das die Perspektive des Kreml auf die Ukraine zu sagen, das ist ein faschistischer Coup. Das war die Sprache, die zu dem Zeitpunkt so geprägt wurde und dann ist sie seitdem immer noch weiter gesteigert worden bis in den Genozid, den faschistischen Genozid angeblich in der Ukraine. Und also das basiert auf keinerlei Fakten. Was dabei ausgeblendet wird, insbesondere ist, wenn wir auf den Euromaidan schauen, dass in der Erinnerung hängen bleibt, am Ende gab es Gewalt und da waren auch rechtsextreme Kräfte beteiligt. Ja, das war so. Aber das ist das Ende eines monatelangen Protests aus der Mitte der Gesellschaft. Und diese Radikalisierung, gewaltsame Radikalisierung, passiert als Antwort auf die gewaltsame, den Versuch, das niederzuschlagen. Und ich glaube, in dieser Reihenfolge müssen wir das ganz klar sehen, dass dann unter den Gewaltakteuren auch rechtsextreme Kräfte waren. Ja, aber sie sind auch dann in der Politik weiter nicht vertreten gewesen. Schon bei den nächsten Wahlen schaffen sie es nicht in die Parlamente. Also es geht da um einzelne Personen, die noch sich zu Wort melden nach dem Maidan. Also es ist in der Ukraine wesentlich weniger, gesellschaftlich akzeptiert, rechtsextreme Parteien zu wählen als bei uns. Also das müssen wir ganz klar so einfach sagen. Extreme Parteien von der rechten Seite haben das in der Ukraine
seitdem nicht in die Parlamente geschafft. Und in der historischen Wahrnehmung hat sich auch eben sehr verengt und ist auch kein Zufall wieder festgesetzt, dass es eben in der Ukraine, in Teilen der Ukraine Faschisten gab, dass es Kollaboration gab mit dem Naziregime. Aber das ist auch eine selektive Interpretation der Situation. Das hat es gegeben in einem Kontext des Zweiten Weltkriegs der Ukraine zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion. Und wenn wir uns an Timothy Snyders Bloodlands erinnern, dann gewinnen wir langsam einen etwas anderen und differenzierteren Blick. Das heißt nicht, dass man das nicht ansprechen muss und thematisieren muss. Und das ist auch für viele in der Ukraine sehr schmerzhaft und bisher, denke ich, in Teilen nur geschehen. Und jetzt ist gerade auch nicht der Moment, wo man das differenziert diskutieren kann. Das muss geschehen, aber der Prozess läuft auch. Aber es ist ein Aspekt, aber es ist das Schwierige daran ist, dass das der Aspekt ist, der auf das Heute mit übertragen wird und die Wahrnehmung eben auch vieler anderer historischer Dinge völlig ausblendet. Ja, vielen Dank. Ich halte mal fest, es sitzen in den meisten westeuropäischen Parlamenten mehr Rechtsextreme als in der obersten Rada in Kiew. Nun will ich ganz kurz nach Deutschland wechseln. Es hat mir eine große Schwierigkeit gegeben, die Ukraine überhaupt als Staat zu akzeptieren. Helmut Schmidt, gewiss kein dummer Mensch, hat gesagt, es gibt die Ukraine als Nation nicht. Viele andere haben gesagt, naja, das ist so ein Land irgendwie zwischen Polen und Russland. Hat man da einen kolonialen Blick übernommen oder einen Großmachtblick? Ja. Ja, ich glaube, es ist genauso wie mit Kollaborateuren. Also es ist Interpretation Lesart des Zweiten Weltkrieges, dass irgendwie die Rote Armee, das waren anscheinend nur Russen und alle anderen Nationen, das waren Kollaborateure. Krim-Tataren waren Kollaborateure, baltische Länder und so weiter. Ah, vielleicht in Belarus gab es Partisanen, aber dann. Und wirklich nur durch, soweit ich den deutschen Kontext kenne, hat wirklich das Buch von Timothy Snyder, Bloodlands, diese Idee ein bisschen dekonstruiert. Und danach gab es mehr Diskussionen darüber, wie viele Verbrechen in diesem Krieg auf dem ukrainischen Land passiert sind, wie viele Ukrainer in der Roten Armee waren, wie viele gestorben sind, Zivilisten und Soldaten. Ja, dass auch die großen Verbrechen von Nazis auch auf ukrainischen Territorien zum großen Teil stattgefunden sind. Also das war alles erst später klar, aber es war immer in der Geschichte. Und das ist, glaube ich, eine sehr ich wollte sagen komplexe Frage, aber vielleicht ist sie nicht komplex, sondern wirklich sehr strukturell bedingt. Es gab einfach seit all diesen Jahren immer noch wahrscheinlich das imperiale russische Konzept da, dass auch Russland als Land, das sowjetische geerbt hat, automatisch, hat dann auch diese Kriegsmythologie vertreten und auch all die Institutionen oder Zentren, die hier gearbeitet haben. Also das Diskurs haben sie hier schon sehr gut kontrolliert und das war wahrscheinlich unser Fehler oder unser Nachteil, vielleicht nicht Fehler, da hatte die Ukraine nicht so viele Ressourcen, aber unser Nachteil, dass die ukrainische Position oder eine andere historische Position hier lange nicht vertreten war. Ja, ich sehe es ganz genauso. Ich denke, dass die Sowjetunion viel zu sehr als Russland weitergedacht wurde, ne? Auf verschiedenen Ebenen, in der Politik, aber auch in der Gesellschaft. Und dass da viel zu wenig Platz blieb für einen differenzierteren Blick in die Region, auf die Ukraine, aber eben auch andere ost- und mitteleuropäische Länder.
würde dazu sagen, man konnte mit Geschäften mit Russland auch sehr, sehr gut viel Geld verdienen in natürlich den Jahren seither. Und da war es einfach, sich um Regionen da irgendwo im Osten nicht weiter zu bekümmern und einfach Klischees mit Tradition zu übernehmen. Vielleicht darf ich noch kurz eine Fußnote einführen. Das ist mir immer ziemlich wichtig, weil also als Sozialwissenschaftlerin, wenn man sich mit einer Region wie Osteuropa beschäftigt und dann insbesondere auch mit der Ukraine als einem Land lange, dann habe ich mir über die Jahre hinweg sehr häufig anhören müssen, das ist ja ein Nischenthema, ne? Das können wir hier in dieser Zeitschrift nicht veröffentlichen. Also es hat jetzt keinerlei methodologische Gründe, ist egal mit welchen Daten, ob das hochquantitativ oder qualitative Studien sind, die ja zum Teil noch schwieriger zu platzieren sind in den sogenannten besten sozialwissenschaftlichen Journals. Aber das ist auch, das setzt sich also fort. Also wir zum einen ist es deutlich, dass die Politik zu den völlig falschen Schlüssen gekommen ist, aber es geht auch darüber hinaus. Es sind sehr viele strukturelle Gründe, die diesen Blick immer wieder perpetuiert haben. Und dass man also, und die Ukraine ist nicht das einzige Land dieser Art, also es gibt andere in anderen Regionen so und so, aber dieser Fokus auf Länder oder Themen, die dann sich an bestimmten Ländern, also immer auf Länder zu gucken, ist auch nicht der richtige Ansatz vielleicht, aber das ist auch einer Disziplin wie der Politikwissenschaft insbesondere suspekt. Also einige Länder zählen mehr als andere auf der Welt und ein Großteil Osteuropas neben Russland kommt nicht vor. Also das heißt, das gibt auch diese anderen strukturellen Gründe, die natürlich dann immer wieder den Blick auch auf diese Weise sozusagen weiter beeinflussen. Und es gibt wahrscheinlich so einen Rest von, Karl Schlögel hat das mal Post-89-Harmonismus genannt, dass man Gorbatschow noch für die deutsche Einheit dankbar ist und denkt, das ist das Ende der Geschichte und jetzt ist Krieg vorbei. Oder wenn, dann irgendwo da hinten in Regionen, für die wir uns nicht interessieren. Ein Ende des Krieges ist momentan nicht abzusehen. Für die Ukraine gibt es keine Basis für Verhandlungen und für Russland gibt es keine Notwendigkeit für Verhandlungen, schreiben Sie, Frau Sasse. Sie haben auch keine Glaskugel. Aber welche Faktoren sind entscheidend dafür, wie dieser Krieg endet? Ja, momentan ist ganz entscheidend, also natürlich, wie es im Kriegsgeschehen weitergeht. Also gelingt es der Ukraine, Territorien zurückzugewinnen. Das wird einen großen Einfluss auf das weitere Geschehen haben. Wird der Westen relativ geeint, wie er bisher ist, weiterhin die Ukraine unterstützen, finanziell, aber vor allem auch militärisch. Das sind für viele und insbesondere in Deutschland unangenehme Lehren, aber ohne das wird es diesem Krieg, wird es keinem Ende näher kommen, so traurig das klingen mag. Und dann ist eine große Komponente, ob eben auch in Russland selbst Druck entsteht, Druck eher nicht aus der Gesellschaft. Ich glaube, da sind wir noch sehr weit von weg, aber aus den politischen Eliten, wenn entweder von Hardlinern, die auf mehr drängen, das sehen wir momentan stärker, aber ich würde es auch nicht ausschließen, dass bei ja doch auch den steigenden Kosten und Opfern auf der russischen Seite, dass eventuell auch andere Stimmen, die einen etwas anderen Weg suchen werden, lauter werden könnten. Aber die sind im Moment, das ist im Moment nicht zu sehen und wird sehr vom Kriegsgeschehen wirklich an der Front abhängen. Und davon muss man, glaube ich, einfach so sagen, wie lange und wie häufig Russland diese Art von Luftangriffen fahren kann, wie sie es momentan tun. Wenn sie eigentlich das Spielfeld wechseln und an der direkten Front läuft es gerade für Russland nicht gut, dann wechselt man. Wie lange geht das und was kann dem entgegengesetzt werden? Aber wir sind, also ich stehe zu dieser These, dieser Momentaufnahme. Es gibt auf russischer Seite keinen politischen Willen zu verhandeln. Jede Verhandlung zum jetzigen Zeitpunkt, also das heißt nicht, dass man ablehnt, dass ein Krieg, irgendwann muss es Verhandlungen geben und Kriege enden irgendwann mit Verhandlungen irgendeiner Art. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist eben jede Verhandlung eine Pause, eine Feuerpause für Russland, um sich neu aufzustellen und eine Art Waffenstillstand oder Einfrieren, das kann man meines Erachtens gar nicht, aber selbst
selbst wenn es temporär gelänge, dann ist das der Auftakt zur nächsten Phase, also zu einer Verlängerung dieses Krieges. Und wir dürfen, glaube ich, bei der Frage auch immer nicht vergessen, dass Volodymyr Zelensky in den ersten Kriegstagen gleich viel auf den Tisch gelegt hat. Die Ukraine hat Bereitschaft, sogar eine erstaunliche Bereitschaft zur Verhandlung gleich signalisiert, hat Neutralität auf den Tisch gelegt, hat gesagt, wir können vor den Februar zurückgehen und erstmal Krim und Teile des Donbass ausklammern. Natürlich ist jetzt die Lage eine ganz andere und alles, was passiert ist, hat auch dem den Boden entzogen. Aber es gab einen Versuch von ukrainischer Seite und er ist eben auf keinen Widerhall gestoßen auf russischer Seite. Und auch Wladimir Putin zum jetzigen Zeitpunkt, er kann und will nicht verhandeln. Da läuft eine Logik ab. Ich sehe nicht, wann dieser Moment kommt, aber er ist nicht auszuschließen, dass er durch Kräfte um ihn herum irgendwann kommen kann. Frau Mischenko, wie groß ist die Bereitschaft in der ukrainischen Gesellschaft? Wie schätzen Sie das ein, Kompromisse einzugehen, um in eventuellen Verhandlungen mit Russland wenigstens einen Waffenstillstand wieder einmal zu erreichen? Ich glaube, es ist die Logik von Russland in diesem Krieg, ist allen Ukrainern klar. Und die Logik ist, weiter zu eskalieren, weiter den Krieg zu führen. Und jede Pause ist eine operative Pause, damit Mobilisierte ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln, damit sie sich besser vorbereiten können auf die nächste Phase. Das ist klar. Und ich glaube, in dieser Situation verstehen die Ukrainer und Ukrainerinnen diese Logik wahrscheinlich besser als Menschen in zum Beispiel in Deutschland, wenn es um Kompromisse geht und so, als wäre die Ukraine irgendwie stur oder als wäre der Wunsch sehr groß, weiter zu kämpfen, weiter zu sterben. Und das ist einfach nicht vernünftig, keine vernünftige Haltung in der Ukraine. Was natürlich nicht stimmt, das ist die vernünftige Haltung, weil es schon klar ist, dass unsere Existenz etwas Unzulässiges ist in diesem Krieg. Und das ist das Ziel. Und deshalb kann man nicht aufgeben. Und die Zelensky war Verkörperung dieses Willens, Frieden zu erreichen, auch Kompromisse zu machen. Er war selbst eine unglaublich friedliche, positive, inklusive Figur. Und deshalb wurde er auch gewählt. Der hat nicht polarisiert, als einer der erste Präsident in unserer Geschichte, der inklusiv war, nicht polarisierend. Und aber genau so eine Person wurde ziemlich schnell gehasst von russischer Seite, weil er einen richtigen Frieden erzielen wollte für sein Land und keine korrupte Politik mit Russland machen für eigene Interessen. Das war, glaube ich, auch einer der Gründe, warum diese große Invasion auch kam, weil es klar war, dass mit der Ukraine nichts also Ähnliches wie mit Belarus oder mit eigenen Menschen möglich ist. Das Stichwort Belarus ist gefallen. Wie hoch, Frau Sasse, schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit an, dass der Krieg sich ausweitet, dass er eskaliert, dass Belarus sich beteiligt, dass Transnistrien, andere Regionen betroffen werden? Also der Krieg, der eskaliert ja immer schon. Also auch ohne das Szenario sehen wir ja gerade schon wieder eine weitere Eskalationsstufe seit letzter Woche. Und Belarus ist natürlich schon beteiligt, auch wenn noch keine belarussischen Truppen angeblich direkt eingesetzt wurden. Aber es war ja das Aufmarschgebiet gleich vor der Invasion im Februar. Und das wird es auch wieder werden. Die Vorbereitungen laufen dafür. Ob es darüber hinausgeht,
also es ist natürlich eine Frage der Spekulationen, aber Russland wird versuchen, Belarus so zu nutzen als Aufmarschgebiet, als für die Stationierung von Waffen, wie es geht. Und der Machthaber Lukaschenko ist nach wie vor völlig abhängig von Russland. Die Frage ist, also Belarus ist auch nach der Massenmobilisierung, die ja dann erstmal nicht in einem politischen Wandel wirklich mündete, aber doch gezeigt hat, dass die Gesellschaft das System nicht stützt. Also es ist auch wieder für Belarus als Ganzes durchaus ein Risiko. Also man hat in dem Moment durch diese Repressionen geschafft, die Gesellschaft zu unterdrücken. Aber auch über die Protestierenden hinaus wissen wir, dass die Gesellschaft sehr skeptisch dem Staat, Lukaschenko, allen Institutionen gegenübersteht. Das heißt, daraus leitet sich auch ab eine kritische Haltung gegenüber dem Krieg. Und von daher wird es auch für Lukaschenko ein gefährliches politisches Spiel, hört sich so harmlos an, so meine ich das nicht, werden. Aber auszuschließen ist das nicht. Und dann ist es natürlich ein direktes Nachbarland wieder mal von der NATO, wo sich ohne Probleme weitere Szenarien ausmalen können. Ja, vielen Dank. Lassen Sie uns über die Sprache des Krieges sprechen. Der Krieg spricht seine eigene Sprache. Eine der mich wirklich verstörenden Beobachtungen in Ihrem Buch, Frau Sasse, heißt: In der Ukraine dominieren inmitten von Zerstörung, Kriegsverbrechen vor allem positive Emotionen. Stimmt das, Frau Mischenko? Also wir kennen alle Ukrainian Memes, also so witzige Bilder. Da geht es aber im Grunde darum, die eigene Kampfkraft, die eigene Tapferkeit zu stärken. Wir kennen den ungeheuren Ernst, mit dem Zelensky sich an Parlamente und Menschen in ganz Europa und anderen Ländern der Welt gewandt hat. Aber herrschen in Kiew, in Lviv, in Kharkiv positive Emotionen? Ich habe da sehr gestutzt. Soll ich zuerst erklären, wie ich es gemeint habe? Bitte. Und dann, genau, also so zugespitzt klingt das natürlich merkwürdig. Ich habe auch nach einem Ende gesucht. Wie kann man ein Buch beenden, was mitten im Krieg geschrieben wird? Und es ist aber schon, ich gebe dann nur ein Beispiel aus einer Umfrage, und Umfragen im Krieg sind natürlich auch dann nicht genau so zu interpretieren, dass sie genau einen bestimmten Prozentsatz an Zustimmung oder an positiven Emotionen erfassen können. Aber es ist doch, es fällt schon sehr auf und hat mich dann auch eigentlich erstaunt, aber dann ist es auch wieder Teil, glaube ich, der Logik dessen, was wir schon besprochen haben, wofür die Ukraine eben sowohl militärisch, aber auch als Gesellschaft mit allem zivilen Engagement, Widerstand und vor allem auch diesem massiven Engagement, für gleich wieder Dinge aufzubauen und so weiter, wofür sie kämpft, dann ist es vielleicht schon wieder nicht so erstaunlich, dass aus diversen Umfragen, Frage nach Emotionen, eine Frage, die zum Beispiel die Rating Group immer wieder gestellt hat, wie hoffnungsvoll man in die Zukunft blickt. Und ja, also es hat mich auch vom Wert her erstaunt, dass das die absolute Mehrheit ist, während vor Februar war es ungefähr ein Drittel und jetzt ist es 80-90%. Natürlich heißt es nicht, dass es kein blinder Optimismus. Aber ich glaube, was sich da ausdrückt darin, vielleicht fühlen sich auch nicht alle genauso, die diese Antwort so beantworten, aber das ist dieser Wille, das also drückt dieses Gefühl aus, hier geht es um uns, um den ukrainischen Staat, die ukrainische Nation und die Richtung, in die wir wollen, in die wir gehen, die ist klar und was wir hier erhalten. Und ich glaube, also dann drückt es sich aus in derartig eigentlich überraschenden Werten, was auch verschiedene Emotionen angeht. Ja, ich denke auch, dass das eine gewisse Ressource ist, um weiter zu kämpfen. Und das ist wiederum eine sehr rationale Entscheidung, in dieser großen Verzweiflung Kräfte zu finden und Kräfte zu sammeln. Und für mich ist es auch ein Schutzmechanismus, Scherze darüber zu machen und auch Stand-up-Komiker anzuschauen. Es gab auch eine Welle von Stand-ups in Luftschutzkellern. Und das finde ich alles
sehr unterstützend für Menschen. Und das gibt natürlich auch Hoffnung einerseits, und andererseits ist es auch immer noch ein Weg für Solidarität und für auch ein Signal, dass es ist noch nichts verloren, es geht weiter. Deshalb muss die Ukraine unterstützt werden und alle müssen weitermachen. Lasst uns mit dem Schwersten anfangen, mit dem Gesang und dem Löschen des Feuers, das in der Nacht näher rückt. Lasst uns mit dem Flüstern der Namen anfangen und zusammen den Wortschatz des Todes flechten. Serge Chardin, damit beginnen Sie Ihr Buch, Frau Sasse. Sie mussten ungeheuer schauen, dass Sie auf engstem Raum ein komplexes Geschehen darstellen. Es ist wirklich nicht genug Platz eigentlich in diesem Buch für die Fülle der Themen, um die es geht, und die Kompliziertheit des Geschehens. Aber dieses Motto des ukrainischen Schriftstellers haben Sie gesetzt. Warum? Ja, also Serhii Jardan inspiriert mich schon seit langem und ist natürlich ein Autor, der jetzt bei uns viel, auch in Deutschland viel gelesen wird, aber der eigentlich natürlich auch schon viel länger, viel bekannter sein müsste. Und haben viele seiner Texte, seiner Gedichte berührt, und ich habe diese Zeilen eigentlich ausgewählt oder habe mir sozusagen angemaßt, sie in meinem Buch voranzustellen. Eigentlich als ich davor saß und dachte so, jetzt hast du diese Aufgabe angenommen, dieses Buch zu schreiben, wie fängst du es denn bloß an? Wie kann man denn auch eigentlich so das Gefühl fast gegen das Kriegsgeschehen und diese Intensität jedes Tages anschreiben? Und mir hat insbesondere dieser natürlich in einem viel extremeren Kontext formulierte Begriff von diesem Wortschatz des Todes, ne? Wir flechten am Wortschatz des Todes. Und also ich maße mir keinesfalls an, dass ich das mit diesem Buch direkt tue, was die Sprache auch angeht, aber es gehört zum Wortschatz und zur Sprache des Krieges, dass wir zumindest die Vorgeschichte und den Moment, wo wir sind, klarer fassen. Und das hat mich angesprochen, ohne dass ich da jetzt die Parallelen zu weit treiben wollte. Und ich fand einfach an diesem, also ein Teil eines Gedichts, aber auch an anderen Texten von Jardin, eben genau dieses Ringen um den Ausdruck, und dann schafft er es natürlich, das genau und auch häufig sehr poetisch auf den Punkt zu bringen, von zum einen, wie er, glaube ich, in einem neuen Buch oder aus den sozialen Medien sein Tagebuch, zusammengefassten Buch Der Himmel über Kharkiv auch sagt, das ist eben die, im Moment ist es die Sprache von Traurigkeit und Wut, aber da sind auch andere Sprachen und verschiedene Sprachen hören wir während eines Krieges und viele verschiedene Perspektiven, aber im Moment sind das auch nicht diese Nuancen, das wird Zeit brauchen. Und ich finde, er drückt dieses Gefühl, dieses Ringen um, was man beschreiben kann. Und mit seinem neuesten Buch sehen wir eben, dass er eben auch sein eigenes Genre verlassen hat und auf ein Tagebucheinträge, die zum Teil trotzdem sehr poetisch klingen oder poetisch sind, umsteigt, um eben auch dieses Gefühl, glaube ich, der Sprachlosigkeit zu entkommen und eben auch sehr aktiv an Unterstützung arbeitet für alle möglichen Akteure an der Front und in der Gesellschaft, eigentlich schon lange im gesamten Osten der Ukraine, aber auch jetzt wieder verstärkt. Also das ist ein kleiner Versuch, das zu erklären. Ja, ich habe vor kurzem einen Briefwechsel gelesen von einem russischen Künstler, der dem ukrainischen Künstler, einem Freund von mir, vorgeworfen hat, dass er mit ihm auf einem Podium nicht auftreten möchte. Und ich war gespannt auf die Antwort des ukrainischen Künstlers. Und dafür habe ich erst mal den Brief des russischen Künstlers gelesen. Also und was mich also bei dieser Suche nach Sprache so getroffen hat in seiner Antwort, der hat gesagt,
Ich will keine Worte austauschen auf einem Podium, einfach über irgendetwas sprechen, über abstrakte, sehr wichtige politische Fragen wie Klimawandel oder globale Gleichheit oder globaler Kapitalismus oder so. Ich will heute über meine ganz konkreten Erfahrungen sprechen, die ich in diesem Krieg habe. Und ich will nur Worte aussprechen, die Leben retten. Und dann habe ich auch für mich verstanden, was das bedeutet, nicht aufzugeben an der, durch diese Sprachlosigkeit. Und dass die Suche und die Realisierung der Sprache ist auch der Weg einerseits Leben zu retten und auch sich selbst zu retten. Denn nicht zufällig gibt es auch verschiedene therapeutische Praktiken für die Menschen, die eine traumatische Erfahrung hatten, zu schreiben, sich zu artikulieren. Also auf jeden Fall ist es ein sehr politischer und ganz wichtiger Prozess. Und ich denke, in dem, wie Jadan schreibt, für wen er schreibt und wie er agiert, da sehen wir auch an seinem Beispiel, dass Sprache auch ein Akt ist. Und deshalb ist es so wichtig, zu sprechen und immer sich zu fragen, kann ich mit diesen Worten Menschen retten, Leben retten? Das ist, glaube ich, unheimlich wichtig und das müssen wir nicht vergessen. Ja, vielen Dank. Himmel über Kharkiv ist gerade erschienen, Romane von Jadan, Internat Mesopotamien heißt, glaube ich, einer, kann ich nur empfehlen. Und wer sich weiter dafür interessiert, dem kann ich das jüngste Heft der Zeitschrift Osteuropa empfehlen, Widerstand, ukrainische Kultur in Zeiten des Krieges. Im Editorial entschuldigen sich Manfred Zappa, unser Mitherausgeber, fast dafür, dass sie jetzt über Literatur in der Ukraine schreiben. Aber wenn man das Heft angeschaut hat, wird man verstehen, warum sie das tun. Gibt es hier Fragen oder gibt es Fragen im Chat per Mail? Dann wäre jetzt die Gelegenheit, sie zu stellen. Hier, warten Sie bitte kurz auf das Mikro. So, bitte sehr. Wir Deutschen tun uns sehr schwer mit komplizierten Sachverhalten. Entweder ein Krieg ist gut oder schlecht. Aber was dazwischen liegt, ist für uns nicht so leicht ertragbar. Und wir brauchen lange, bis wir das begreifen. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass die Deutschen sich schwer tun, wenn ihre ehemaligen Helden plötzlich Verbrecher werden. Das war nicht nur bei Hitler so, der ja in freien, geheimen Wahlen gewählt wurde. Das war davor im Ersten Weltkrieg so, als meine Elterngeneration und als der Krieg ja sozusagen noch als eine heldenhafte Tat war. Das ist ja erst vorbei seit 1918. Und für die Ukraine hat sich eigentlich in Deutschland verglichen mit Putin oder mit Russland oder Sowjetunion niemand interessiert. Wir wussten gar nichts über die Ukraine. Wir wussten nicht einmal, dass das Brot bei Aldi gebacken wird mit ukrainischer Getreide. Nichts dergleichen wussten wir. Und wir wussten allenfalls, ja, da gab es doch also so eine ukrainische Division bei Hitler, das sind Gangster. Und dann hat man die Klitschkos in Hamburg erlebt und es war auch nicht alles korrekt, was die Klitschkos in Hamburg machte. Und das hat man dann übertragen. Zur Frage kommen? Und jetzt komme ich also zu, ich musste das so sagen, sonst wird das gar nicht verständlich. Ja. Wir reden darum, und das ist typisch deutsch, wie bezeichnen wir den Krieg? Wir reden aber nicht darüber, warum hat Putin diesen Krieg losgelassen? Ist es sozusagen Machtbewusstsein? Ist es, wie viele auch sagen, ja, die Ukraine ist ja das Herz Russlands gewesen? Was ist das? Was treibt diesen Mann? Und wie würden Sie Ihre Landsleute, also uns Deutschen, raten, wie wir uns zu verhalten haben? Solidarität ist klar, Waffenlieferung ist auch klar, aber das ist es ja nicht, weil es ist zu nah. Alle anderen Kriege bisher nach dem Zweiten Weltkrieg waren weit weg und wurden irgendwie gelöst. Aber dieser Krieg scheint unlösbar.
Möchten Sie gleich antworten? Ich dachte, wir hatten ein Warum Putin, warum die russische Führung den Krieg begonnen hat, haben wir so ein bisschen gestreift, aber vielleicht wollen Sie es nochmal sagen, Frau Sasse. Ist es die Angst vor einer selbstbestimmten demokratischen Ukraine gewesen? Also ich hatte ja ganz am Anfang, glaube ich, gesagt, und es findet sich auch im Buch wieder, dass ich es zu einfach finde, so nur auf Putin oder Putins Gedanken zu schauen bei der Erklärung dieses Krieges. Und in meinem Buch finden sich da auch 7 Entwicklungen, die ich für sehr wichtig halte. 7 ist vielleicht zu viel, um sie schnell zu lesen oder zu diskutieren. Aber die zentrale Gegenüberstellung ist, und das klang in der ersten These an, oder darum geht es auch in dieser ersten These heute hier, insgesamt sehe ich das als einen Krieg eines zwischen verschiedenen politischen Modellen, die sich mit Russland heute, wie es heute verfasst ist, und mit der Ukraine, wie sie verfasst ist, verbinden. Aber es gehören auch andere Entwicklungen dazu, dass dieser Krieg nicht als Kriegsursache, aber dass dieser Krieg wahrscheinlicher wurde. Und unter diesen verschiedenen Entwicklungen, die ich diskutiere, ist auch eine, ich nenne die Entwicklung als letztes, dass dieser Krieg eben seit 2014 sich sukzessive ausdehnt und dass damit auch immer mehr ausgetestet wird von Russland, wie der Westen reagiert. Und dass dann daraus eben, wie Sie eben ja selber darstellen und wie wir diskutiert haben, dass der Blick und auch der deutsche Blick auf Russland zum einen die Sowjetunion fortschreibt. Sie sprachen gerade davon, dass dann sozusagen ein Heldenmythos kippt, aber er kippt ja eigentlich nur, wenn man eben, wie ja vorhin auch klar gesagt wurde, nicht anerkannt wird, dass eben in der Roten Armee nicht nur Russen und Russinnen gekämpft haben. Also von daher, aber dass diese sukzessive Ausweitung durch Russland dieses Krieges hat, glaube ich, auch viel damit zu tun, dass so ein Spielraum ausgetestet wurde und eben wieder insbesondere auch deutsche Politik, Wirtschaft und Politik oder Sicherheitspolitik getrennt gesehen hat. Wie soll Deutschland, wie soll die Europäische Union sich in diesem Krieg verhalten? So wie in den letzten 5 Monaten? Also ich glaube, man müsste nicht nur reagieren und nicht immer so dosiert weiter unterstützen. Ich denke, man muss schnell sein und entschieden. Und wenn Zelensky zum Beispiel heute andeutet oder auch direkt sagt, wir brauchen Beobachter an der ukrainisch-belarussischen Grenze, dann will er vorbeugen, dass die Invasion auch von dort kommt. Aber es gibt keine Zusage, es gibt keine Reaktion. Es wird wieder gewartet, bis von Belarus die Truppen kommen, dann werden noch Waffen geliefert, dann vielleicht noch irgendwelche Luftschutzabwehr oder wie das heißt. Ja, und Luftabwehrwaffen. Ja, also so langsam, ja, aber nicht zu schnell und nicht alles auf einmal. Und das ist natürlich etwas, womit Europa arbeiten könnte. Oder woran, ja. Gibt es hier im Saal weitere Fragen? Hier vorne bitte. Ja. Hallo, guten Abend. Ich würde gerne den Blick vielleicht noch mal in eine andere Richtung lenken wollen. Wie wird der Krieg global wahrgenommen? Und ich spiele damit gezielt auf die UN-Resolution ab. Also es scheint ja doch eine Verschiebung gegeben zu haben. Mehrere Länder haben sich klar jetzt gegen Russland ausgesprochen, anders als zu der Abstimmung davor. Was können wir daraus ziehen? Gibt es jetzt auch gerade mit Blick auf das Cluster internationale Ordnung, was ziehen wir daraus? Also ist ein ganz wichtiger Punkt und wir hätten ihn eigentlich auch schon unter der ersten These diskutieren können, denn es klingt ja auch häufig an, was wir jetzt auch global sehen, ist dieser Kampf von Demokratien gegen Autoritarismus oder autoritäre Staaten gegen Demokratien. Und was Sie gerade ansprechen, wenn man das sich genauer ansieht, ist halt eben Russland bei weitem nicht so international isoliert, wie das die westliche Rhetorik behauptet. Und ja, es hat Verschiebungen gegeben, aber es hat auch bei der letzten Abstimmung über die Annexion dieser 4
vier Teilregionen sind es ja auch wieder, ich glaube, es sind 35 Enthaltungen gewesen und noch eine ganze Reihe von Staaten stimmt gar nicht ab. Also das heißt, es hat sich zwar unter denen, die sich dann entweder enthalten und nicht dafür sind oder die, die jetzt sagen, sie sind dagegen, da hat es Verschiebung gegeben, aber es gibt eben nach wie vor auch einen großen, sehr großen Anteil von Ländern und dahinter steht eine noch größere Bevölkerung große Länder, will ich damit sagen, und mit auch mit Einfluss auf das Weltgeschehen, die sich bewusst neutral versuchen zu verhalten oder aber ganz pragmatisch auch die Situation nutzen. Und das ist nicht nur auf Demokratie versus autoritäre Staaten zu reduzieren. Und da klingen eben neben den pragmatischen Wirtschaftsinteressen, deshalb gehen ja auch Einnahmen für Russland aus Energielieferungen weiter in die Höhe, geht es eben auch um verschiedene andere, auch historische Hinterlassenschaften, die uns in Europa und auch in Westeuropa zu überraschen scheinen, dass eben auch verschiedene andere Imperialismen europäischer Art nachwirken. Das ist es nicht so erstaunlich, dass man in Afrika, in Lateinamerika, in Teilen Asiens zumindest offen auch gegenüber der russischen Rhetorik ist oder pragmatisch Beziehungen abwägt und das nicht unbedingt als sozusagen den Krieg dieser Länder oder aus diesen Perspektiven sieht. Und ich glaube, da sind wir noch nicht an dem Punkt, dass es wirklich eine Isolierung Russlands gäbe und viele Länder umgehen ja auch bewusst oder unterstützen die Sanktionen gar nicht. Also das Abstimmungsverhalten ist auch nochmal anders als das, was dann in der Praxis passiert. Aber es gibt einige Verschiebungen und ich will jetzt auch nicht kleinreden, aber ich glaube, die andere Dimension ist mir da noch wichtiger zu sagen, dass uns das klar sein muss. Das wäre eine zu einfache Interpretation zu sagen, dass was jetzt der westliche Standpunkt ist, das ist nicht der globale und wir sehen ja gerade auch, wie global verflochten wir alle sind, was wir vielleicht auch schon lange vergessen hatten. Kurz, bevor wir wieder in den Saal gehen, Fragen aus dem Chat per Mail an Sie beide. Was denken Sie, ist der Ursprung der Stärke, mit der die ukrainische Bevölkerung sich wehrt? Woher stammt dieser Tapferkeit? Wir erinnern uns alle am Abend des 24. Februar haben wir so strategische und taktische Analysen gelesen. Wenn Sie 10 Tage durchhalten, dann ist das ein Erfolg. Jetzt dauert der Krieg immer noch und die Ukraine wehrt sich weiter tapfer. Weil das der Krieg gegen die Gesellschaft ist, gegen das Volk, gegen die Bürger. Und sie verstehen das. Und deshalb schützen sie sich. Und es ist etwas, was wahrscheinlich auch so ein Faktor ist, ja, bei diesem Widerstand. Es gibt wirklich den Widerstand des ukrainischen Volkes. Nicht nur Armee, nicht nur politische Elite, sondern alle sind gegen diesen Krieg und alle sind im Einsatz. Wissen wir, können wir einschätzen, was die russische Bevölkerung über den Kriegsverlauf weiß? Sind die darüber halbwegs informiert? Ja, es ist schwer, ganz genau darüber Auskunft zu geben, aber es ist ganz klar zu sehen, dass die Staatsmedien präsentieren natürlich ein ganz anderes Bild von diesem Krieg. Und es ist unabhängige Medien, die es noch gab, sind seit Februar geschlossen worden oder ins Exil vertrieben worden oder umfunktioniert worden. Es ist nicht unmöglich, an andere Informationen heranzukommen, über VPN zum Beispiel. Aber man muss sich dann etwas anstrengen, das zu tun. Und das heißt, es kommen dann zwei Dinge zusammen. Zum einen ist die Berichterstattung und natürlich auch nicht erst jetzt, sondern seit Jahren eine andere und hat die Bevölkerung und die Gesellschaft vorbereitet, das jetzt so zu akzeptieren, wie es dargestellt wird. Aber es ist natürlich auch einfacher, nicht so genau hinzuschauen. Und wenn es ohnehin schon etwas Anstrengung erfordert, diese anderen Informationen abzurufen, dann tut es ein Teil, aber vermutlich nur ein kleiner Teil der Bevölkerung. Und vermutlich die auch dann anders Informierten haben das Land schneller verlassen. Vielleicht erstmal soweit. Hier war noch eine Frage im Saal. Ja,
Das hat mit der Beobachtung zu tun, dass sie sehr viel diese Figur des Endes des Krieges bemüht haben, also um darüber zu sprechen, was ich sehr hilfreich fand, um sich auch zu einem gewissen Einschleichen der Normalisierung zu verwehren, die eben in diesem Sprechen über den Krieg und auch in dem politischen Handeln natürlich, je länger der Krieg dauert, als immer größere Gefahr sich darstellt, vor allem wenn man eben das den Eindruck hat, dass es eben unübersichtlich und unabsehbar bleibt, wie es weitergeht. Und da frage ich mich, also das wollte ich erstmal spiegeln, dass ich das sehr hilfreich fand und frage mich, ob man jetzt noch weitergehen könnte oder müsste und schon über den Wiederaufbau eigentlich reden müsste und den also als Perspektive auf den Krieg, wie er jetzt weitergeht, einbringen müsste. Und dann habe ich eigentlich so zwei Fragen. Also die eine wäre, wie ist da der Stand? Also ich habe das beobachtet, das wird immer wieder erwähnt, aber es gibt jetzt nicht wirklich irgendwie klar ausgearbeitete Strukturen oder Gremien oder Ausschüsse, die sich wirklich mit konkreten Plänen zum Wiederaufbau der Infrastruktur etc. beschäftigen. Und die zweite Teilfrage wäre, ist das nicht ein fatales Signal eben auch an die Ukraine, dass man eben das Gefühl hat, der Westen oder die Länder der Europäischen Union zum Beispiel sind gar nicht wirklich im Glauben, dass dieser Krieg gewonnen werden kann, sodass man jetzt schon über diese Wiederaufbau, Revitalisierung der Infrastrukturen etc. Pläne sprechen sollte, sehr, sehr konkret, um dann eben auch an Russland dieses Signal zu senden. Soll ich anfangen? Also die Diskussion über Wiederaufbau beginnt ja und hat begonnen an verschiedenen Orten, unter anderem auch in der EU, auch hier in Deutschland. Auch in den nächsten Wochen wird es dazu auch verschiedene hochrangigere Treffen geben, um das zu beginnen, zu planen. Es hat, das will ich gerade vielleicht voranschicken, ich stimme Ihnen völlig zu, das muss jetzt beginnen. Man kann sagen, es hat vielleicht auch schon begonnen, denn natürlich gibt es auch finanzielle Unterstützung, die reicht vorne und hinten nicht, wenn man überlegt, was die Ukraine pro Monat momentan eigentlich auch finanziell braucht und wie die Wirtschaft gerade abstürzt. Aber das ist ja auch schon unter anderem Unterstützung für zum Beispiel Versuche, dann kritische Infrastruktur wieder herzurichten. Das Risiko ist natürlich, dass sie wieder zerstört wird. Aber das ist, glaube ich, so die Idee von Wiederaufbau, die man begreifen muss. Also jetzt über Wiederaufbau zu sprechen, das ist dann in einigen Ecken, kann das auch eigentlich zu einfach werden als Diskussion. Ne? Dann hat man nämlich die Diskussion, könnte man verlagern von der schwierigen Diskussion gerade in Deutschland über Waffenlieferungen zu Wiederaufbau. Und ein Land wie Deutschland ist gerade für diese Art der Unterstützung auch gut aufgestellt, aber es darf eben auch nicht ablenken von dem Moment jetzt, um was es momentan auch ganz zentral geht. Aber gleichzeitig ist es wichtig, über Wiederaufbau nachzudenken. Aber es wird, glaube ich, meiner Ansicht nach eine große Herausforderung sein, eben nicht in diesen klaren Phasen zu denken, die Wiederaufbau, wenn man an einige andere Beispiele, die dann auch nicht alle wirklich gut enden, denken. Aber es ist eben ja kein Krieg, der zu Ende ist und dann baut man wieder auf, sondern also wenn es der Westen, wenn es auch die EU ernst meint mit Unterstützung und Wiederaufbau, dann mag das ein sehr langer, jahrelanger auch in eher so in Zyklen oder auch sehr zum Teil schwer planbar und muss sehr flexibel gedacht werden. Das ist eigentlich, glaube ich, bisher nicht die Idee von Wiederaufbau, die bisher so praktiziert wurde. Und das ist aber, glaube ich, erforderlich. Und wenn einige Vorstellungen, die ich gesehen habe, gehen so von einem Phasenmodell aus. Ne? Erste Phase kritische Infrastruktur, nächste Phase das. Aber man, wie kommt man denn von einer Phase in die nächste? Oder man ist wieder ganz am Anfang zurück. Also das ist eine riesen Herausforderung, glaube ich, erstmal von der Idee, das zu konzeptionalisieren, was das heißt, Wiederaufbau. Und wir sprachen vorhin kurz darüber, selbst wenn irgendwann sich dieser Krieg einem Ende nähert, also das Ausmaß dessen, was das bedeutet hat, die Zerstörung, wie es vor Ort aussieht, was das alles, das sind ja Dimensionen, die sehr schwer vorstellbar sind. Und ich glaube aber, diese Idee von Wiederaufbau als etwas, was lange und in ganz verschiedene Richtungen gleichzeitig gedacht werden muss, die ist wichtig. Aber die beginnt jetzt, ist aber eben nicht getrennt von Entscheidungen über, wie geht es im Krieg selbst, im Kriegsgeschehen weiter und welche Rolle haben dann auch die Akteure, die sich auch um Wiederaufbau kümmern oder kümmern müssen. Ich kann vielleicht kurz ergänzen. Ich glaube, da steckt auch das politisch-strategische Ziel der europäischen Integration. Und durch diese
Abkommen oder Vereinbarungen über den Wiederaufbau. Es gibt zum Beispiel auch immer wieder Initiativen von einzelnen Städten aus einzelnen Ländern, für eine gewisse Stadt oder Städtchen Verantwortung zu übernehmen. Und oder ein Theater wird wieder aufgebaut von irgendeiner Stadt. Und dadurch entstehen gemeinsame infrastrukturelle Projekte. Und das ist auch Teil der Integration. Und diese Integration wird wiederum benötigt, um geschützt zu sein. Und das ist in gewisser Sicht auch eine performative Geste. Also die Ukraine wird irgendwann Teil der EU sein, irgendwann, wenn der Krieg vorbei ist, aber heute muss man schon etwas dafür tun. Ich würde jetzt wahnsinnig gern kommentieren, verkneife es mir aber und stelle Ihnen lieber zwei Fragen aus dem Chat. Was werden europäische Gesellschaften aus diesem Krieg lernen müssen und kann man nach einem Krieg das Denken wieder entmilitarisieren? Also ich hoffe erstmal, dass wir, also dass europäische Gesellschaften eben das lernen, was wir heute ja auch viel besprochen haben, den Blick auf Länder, auf Regionen, auf Geschichte, dass das ein differenzierterer Blick ist und daraus folgen dann auch oder kommen auch politische Schlussfolgerungen und dass es eben kein Zurück für irgendwen zu dem, was davor war, gab, auch nicht für Länder wie Deutschland. Und das hat mit Blick auf die Ukraine etwas zu tun, aber auch mit dem Blick eben auf Russland und wie zukünftige Beziehungen irgendwann mal aussehen. Aber auch darüber hinaus hoffe ich, aber ich bin mir nicht sicher, dass wir gelernt haben, dass eben auch wirtschaftliche Entscheidungen politische Konsequenzen haben und dass Politik und Wirtschaft nicht getrennt gedacht werden kann. Ich würde zumindest hoffen, dass das für eine Zeit lang anhält. Das sind also zwei Beispiele vielleicht. Ja, vielleicht auch der Dekolonisierung eigenes Blickes. Ja, und mehr Aufmerksamkeit, mehr Interesse für Länder, die seit Jahren im Schatten waren, um einfach auch Europa sich neu und vielleicht auch realistischer vorzustellen. Aber ich befürchte, andere Länder können auch lernen, was das heißt, im Luftschutzkeller zu arbeiten, abzuwarten und nicht zu wissen, was da oben noch übrig bleibt vom alten Leben. Ich glaube, dass die heutige Situation unheimlich offen ist. Und ich hoffe, dass vieles, was die Ukrainerinnen in diesen Monaten gelernt haben, hier ein theoretisches Wissen bleibt. Aber ich glaube, diese Offenheit und diese große Drohung, die da ist, die darf man auch nicht verdrängen. Ja, vielen Dank. Ich würde ja immer sagen, man soll auch in Kriegszeiten darauf achten, dass das Denken nicht militarisiert wird. Und ich sehe bei vielen auch nicht die Gefahr im Moment dazu. Was ich gelernt habe, ist genauer hinzuschauen. Ich habe immer gedacht, die Sowjetunion, so furchtbar sie gewesen ist, und ich bin im sowjetischen Machtbereich, also in der DDR groß geworden, sie ist wenigstens friedlich untergegangen. Das war ein Irrtum. Ich habe einfach wichtige Fakten übersehen, weil ich dieses glückliche Ende haben wollte. Sie ist sehr blutig untergegangen und sie geht weiter blutig unter. Es gäbe noch viel zu bereden über das Buch von Gwendolyn Sasse, über aktuelle Entwicklungen, über die Rolle der Europäischen Union, über manche Merkwürdigkeit in deutschen Diskussionen, über die Frage, wie man den vielen Millionen ukrainischen Flüchtlingen, die in ganz Europa unterwegs sind, praktisch helfen kann und wie man den Wiederaufbau der Ukraine vielleicht durch Kooperation mit Universitäten, Theatern, Schulen vorbereiten kann. Dazu reicht die Zeit heute nicht. Ich möchte mich auf jeden Fall sehr herzlich bedanken bei Katharina Mischenko und bei Gwendolyn Sasse. Ich möchte mich bedanken beim Verlag CH Beck und bei Silent Green,
die mit Scripts zusammen mit dem Exzellenzcluster Contestations of the Liberal Script gemeinsam diesen Abend veranstaltet haben. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Ich danke allen, die zu Hause zugeschaut haben. Die nächste Episode von Futuring the Liberal Script findet am 6. Dezember statt. Sie finden über Newsletter oder Twitter alle Informationen und bis dahin haben Sie Gelegenheit, sich alle 7 Folgen auf YouTube anzuschauen. Wollen wir hoffen, dass wir bald über den Wiederaufbau der Ukraine und über das Ende eines aggressiven, autoritären Regimes reden können. Kommen Sie gut durch die Woche.